spazieren. Und hat den Köter doch weggebracht. Ins Tierheim. Ja. Sicher? Ja, sicher. Schlaf gut. Anders verknallt. Was wollen Sie damit sagen? Ich werde meine Praxis schließen. Warum? Warum wolltest du mich nicht bei dir haben? Du musst ihr verzeihen, dass sie die Entscheidung für euch getroffen hat. Bitte, Manu. Vergib ihr. Es wird viel passieren. Du musst ihr verzeihen, Marlon. Du hast keine andere Wahl. Aber Amelie hat eine. Sie hat sich entschieden, mich nicht mehr zu sehen. Ich war auch erst wütend auf sie. Das hat sie in ihrem Brief schon geahnt. Ich begreife das nicht. Alles, was mir bleibt, ist ein Brief. Es war ihr Wunsch, dass wir ihre Entscheidung akzeptieren. Das werde ich tun, Marlon. Ich kann es nicht. Doch, Marlon, das kannst du. Wenn nicht jetzt, dann später. Ich habe es lange Zeit nicht wahrhaben wollen, aber sie hat dich wirklich geliebt. Mehr als alles andere. Komm, ich bring dich nach Hause. Hier können wir nichts mehr für sie tun. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz, hä? Wir hatten eine klare Absprache. Wie gesagt, die Praxis ist ab sofort geschlossen. Das ist höchst unprofessionell, Frau Kollegin. Jeder ist auf seine Art und Weise professionell. Sie werden von mir hören. Hast du dir das doch gut überlegt? Dazu hatte ich gar keine Zeit. Die Entscheidung, deine Praxis zu schließen, solltest du nicht übers Knie brechen. Wenn du es später bereust, was dann? Das war jetzt zwar ein bisschen spontan, aber trotzdem. Ich glaube, es ist die richtige Entscheidung. Du hast so viel Arbeit und Liebe in deine Praxis gesteckt. Und in deine Patienten. Tue ich das ab jetzt eben im Krankenhaus. Ja. Die Praxis ist Geschichte. Hey. Guten Morgen, Mensisa. Na, kannst du den Wursttrick auch mit Kaffee? Glaub, der muss mal. Oh, dann check ich jetzt mal die Lage. Klappe halten und hier bleiben bei Frauchen 2, ja? Ja, komm. Morgen, Rot. Willst du einen Kaffee? Morgen, später. Morgen. Manche Leute decken den Platz eines Verstorbenen weiter. Dann ist derjenige irgendwie immer noch mit dabei. Das ist eine schöne Idee. Morgen. Du, Ruth, ich mach Pfannkuchen extra für dich, ne? Oh, ich will aber auch einen. Kein Hunger. Was ist mit dir los? Keine Lust auf Pfannkuchen? Dann nehme ich zwei. Wenn ich daran denke, dass der arme Killer jetzt im Hundezwinger sitzt, vergeht mir echt der Appetit. Dir ziemlich nah, oder? Scheint so. Hoffentlich machst du keinen Scheiß. Sag mal, wann gehst du heute eigentlich in die Werkstatt? Gar nicht. Hab freigenommen.
Also, dass Frau Töppers schon nach ein paar Wochen die Brötchenpreise erhöht, ist doch wohl eine Frechheit. Na und? Sie sind ja auch viel besser geworden. Qualität hat nun mal ihren Preis. Ah, morgen Lisa. Hallo. Gibst du deine Praxis auf? So ist es. Und was ist mit Ihrer Vertretung? Sie haben doch selbst gesagt, dass Frau Dr. Fischer die Patienten abfertigt wie am Fließband. Aber doch nicht, damit Sie Ihre Praxis schließen. Trotzdem, die Entscheidung ist gefallen. Ich werde weiter im Krankenhaus arbeiten und die Praxis gebe ich auf. Sie lassen uns also im Stich? Ja, so können Sie das jetzt auch nicht sagen. Sie haben mir doch neulich erzählt, das Marienhospital kann ohne mich dicht machen. Hm? Ja, das stimmt. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück für deinen Neuanfang. Und ich finde das wirklich sehr mutig von dir. Danke, wenigstens eine. Mutig? Also ich nenne das Fahnenflucht. Ach, Herr Fächer, jetzt machen Sie mal halblang. Ihnen kann man es wirklich nicht recht machen. Wer hat Ihnen denn damals in der Klinik das Leben gerettet, als es Ihnen so schlecht ging? Hm? Na gut, dann komme ich jetzt eben immer in die Klinik. Sie werden schön zu der neuen Hausärztin gehen, die Ihnen Frau Busch empfehlen wird. Anstatt sich gleich wieder mit so einem kleinen läppischen Heuschnupfen in die Klinik zu legen. Ja, ich muss jetzt leider los. Bis dann. Dann isst wenigstens bitte ein bisschen was. Ich muss ständig dran denken. Was passiert wäre, wenn wir früher gemerkt hätten, dass es Amelie nicht gut geht? Ja, aber Amelie wusste doch selber nicht, dass sie krank ist. Aber ich hätte es merken müssen. Ich bin ihre beste Freundin. Aber ich war zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Toni, dich trifft keine Schuld. Doch. Es hat sich nur um mich und meine Probleme gedreht. Das ist doch totaler Schwachsinn. Aber vielleicht, wenn ich einfach mehr Zeit für sie gehabt hätte, dann... Toni. Du warst immer für Amelie da. Okay? Und du für mich? Danke für alles. Ist selbstverständlich. Ist es nicht. Es tut gut, dich als Freund zu haben. Tut mir leid, ich muss los. Bis später. Jetzt nimm den guten Thorsten doch nicht so ernst. Und wenn er doch recht hat, ich lasse meine Patienten ja wirklich im Stich. Gestern Abend warst du doch noch der Überzeugung, dass sich die Entscheidung richtig anfühlt. Tut sie ja auch. Aber wo sollen sie denn jetzt alle hin? Wenn Thorsten, der alte Hypochonder, mal wieder die Flöhe husten hört, dann kann er das jedem x-beliebigen Quacksalber erzählen. Wenn er aber beinahe an Darmverschluss krepiert, dann ist er bei dir im Krankenhaus in den besten Händen. Danke, aber trotzdem will ich meine Patienten eben nicht jedem x-beliebigen Quacksalber überlassen. Deine Praxis zu schließen ist eine mutige Entscheidung. Ich bewundere deine Energie, was Neues anzufangen. Leute wie du fehlen in unseren Krankenhäusern. Ich hänge mich jetzt mal ans Telefon und rufe ein paar Kollegen in der Nähe an, die ich wirklich empfehlen kann. Nochmal so ein Reinfall wie dieser Dr. Fischer will ich meinen Patienten nicht zumuten. Gute Idee. Und mach dir keinen Kopf. Das wird schon alles, hm?